So, da bin ich wieder. Bin jetzt im Vollbildmodus und da sollte es mal keine Probleme mehr geben mit dem Raustappen. Ich soll die Bergstrecke bauen. Oh Mann. Bis beschleiten sehen. Warte mal. Wo hast du gesagt hin? Zur Schmelzhütte, oder? Das wäre die Richtung da rein. Durch das Tal da. War so lang. Sägebergschmelze. Okay. First things first. Wir machen das hier hinten noch fertig. Und dann schaue ich mir das da hinten mal an. Aber sieht jetzt mal noch nicht so schwierig aus. Sagte er und fluchte später. Okay. Ich würde sagen, machen das hier. Danke. Danke. Sollte reichen. weiche Rechte. Was ist eigentlich da der Unterschied? Bis zu? Oh, ich sehe da gerade ein anderes Problem. Ich dich dann so hier hinpflanze. Was ich nicht kann? Interessant. Jetzt. Dann bin ich hier nicht gerade. Wir machen das weiter hinten. Dachte ich auch, 5 Stunden und 7 Brücken mehr, weiß ich jetzt besser. Okay, warte mal, ich glaube, wir machen das. Hier so. Weich rechts. Okay, dann müssen wir hier irgendwie den. Das ist nicht so gut. Wenn ich jetzt hier weiter baue, dann geht er hier garantiert nach oben. Oder? Ja, klar. Gut, dann müssen wir das hier auch neu machen. Gott sei Dank war da jetzt nicht zu viel gelöscht. Erdarbeiten, Variabel. Irgendwo hier so, wenn es geht. Was er jetzt wieder nicht macht. Warum kann ich bei dir nicht die Anfangshöhe einstellen? Warte mal. Wir machen das jetzt mal so. Und zwar von da. Hat er die Höhe von dem. Und gehen hier mal ein bisschen nach unten. Das sieht jetzt, was, der Hebel ist auf der anderen Seite, das ist der Unterschied. Okay, gut. Machst du jetzt auch so ein. Ne, macht er jetzt nicht. Gut. Machen wir mal kurzes Stück hier. Tun mal wieder alten für die Sperre. Machen jetzt aber gleich schon mal eine kleine Kurve da. Cent. Komm, bau. Oh, das ist ja fast perfekt. Hast du mich jetzt locken? Oh, come on. Warum nicht? Mann. Hier weiter unten bist, ne?
Jetzt hat er hier trotzdem einen Knick gemacht, oder? Das ist scheiße. Ich muss. Das ist beschissen. Das Problem ist, das Tal wird immer enger und unwegsamer und am Ende ist ein steiler Abhang. Deswegen muss man den am Hang bauen, damit man die Serpentinen den Abhang am Ende runter. Okay. Ich habe ganz andere Probleme. Das Ding ist hier nicht. Wie löse ich das jetzt am schlauesten? So, das ist auf alle Fälle nicht. Mal gucken. Machen das erstmal so. Aber das ist ja dann gleich wie vorher, ne? Aber jetzt weiß er genau die Höhe von dem. Eigentlich müsste er jetzt sauber darunter gehen. Eigentlich. Ich glaube, so ganz ohne Knick geht's nicht. Besser als gar nichts. Machen wir so erstmal weiter. So, wieder locken. Hätte eine kleine Kurve hier bitte. Was ist das jetzt? Ah. So, nochmal von neu. Da, bitte. Danke. Jetzt schön sauber daran. Okay, dann hätten wir das. Und man darf man nicht so schnell runter, ansonsten fliegt der Zug die 20 Meter tiefe Klippe runter. Oh, das ist mit dem Aufgleisen dann bestimmt witzig. So, jetzt dürfen wir hier das mit dem. War das vermutlich genau das gleiche machen? Schnell gleich hoch ist. Dann machen wir es halt von da aus. Und gehen dann hier so langsam nach oben. Kommt das hin? Kommt hin. Okay, dann fahren wir da jetzt mal raus. Und wieder sperren. Eine Kurve da. Mal de facto hier gerade fahren. Komm, raus. Naja, aber es ist verbunden. Deswegen fahre ich meine Strecken mit einer Draisine hier ab. Ist besser, wenn da unten liegt. Okay. Okay.
Okay, wenn wir da hinten ins Tal rein müssen, vom Siegewerk aus, von den Sachen, die da hinten kommen, brauchen wir also eine Verbindung von da hinten, das rüber, da rein. Das wird, also irgendwann werden wir dann auch hier eine Verbindung da rüber machen. Wenn wir es erstmal von da hinten machen. Ich glaube, da hinten macht auch noch meine Drehscheibe Sinn. Ah. Wir hatten ja noch das Problem hier. Ich traue mich das Gleis jetzt nicht löschen. Das heißt, wir werden jetzt nochmal ein bisschen nach hinten fahren. Ich habe garantiert keinen Druck mehr drauf, oder? Doch, habe ich. Na dann. Ab nach hinten, bitte, zur Sicherheit. Gut, das sollte reichen. Abreißen. Das da. Das ist jetzt ungeil da. Ich habe jetzt aber keinen Nerv dafür, das lassen wir jetzt erstmal so. Okay, also wenn ich von da hinten dann da rausfahre, dann heißt es doch in der Kurve eine Weiche. Jetzt haben wir aber da so eine schöne Kurve. Nach weiterer Überlegung ist die Drehscheibe da jetzt ein bisschen falsch platziert. Außer wir fahren da so vorbei. Aber da müsste ich ja jetzt die Kurve extenden. Oder wir fahren parallel. Das ist vermutlich einfacher. Das heißt, ich überlege gerade, hier die Weiche ist doof. Der Zug steht dann bis da. Das heißt eigentlich hier die Weiche dann. Jetzt muss ich das doch neu machen hier. Ja, es macht Sinn, dass ich dann geradeaus fahren kann und dann eine Rechtskurve. Und komme dann zur Schmelzhütte. Oder ich fahre also erstmal so links und dann rechts rein. Hätte ich jetzt mal gedacht. Oder von da hinten rum. Wären dann so rüber. Ich weiß nicht. Nico, was würdest denn du machen? Jetzt da hinten so rum und dann da drauf? Oder würdest du da vorne Weiche machen? Immer unschlüssig. Beginnt du beides. Also mal kurz das Fenster zumachen, wird kalt hier. Mal schauen, die Weiche wird. Vorne eine Weiche und die Drehscheibe wegreißen und dann ein Gleisdreieck hin. Okay. Also hier die Weiche rein und Kurve. Dann reißen wir mal den Geschmür hier ab. Können wir es eigentlich auch gleich richtig machen. Nach geraden Sektion kommen.
Soll ich das doch hier schon machen? Glaub. Also quasi da eine Weiche, wo die E-Scheibe ist, geht auch auf die Bergstrecke. Ach so, ja, okay, ich weiß, wie du meinst. Da hinten ist. Ja, okay. Gut, jetzt habe ich schon abgerissen. Machen wir hier mal so ein Stück gerade. Okay, das sieht jetzt mal nicht so verkehrt aus. Kommst du da rein? So, abreißen. Du hier weg. Mal hier langsam fahren. Dann mache ich zuerst mal die. Ach, geh weg. So, schieden. Stück gerade. Sperren. Und das mal mit. Falsches Elf. Na komm, raus jetzt. Sollen wir mal mit 30 reingehen, ha? 30. Mal 35. So baut er denn manchmal einfach nicht. Normal aus bis jetzt. Ja. Komm, Pause. Wenn das passiert. Okay, also das mit 35 läuft. Und da so rein. Und wir fahren dann da geradeaus weiter. Da könnten wir nicht ab da dann so geradeaus fahren. Dann können wir das hier wegreißen. Können wir irgendwie da so den Anschluss finden. Das war jetzt natürlich schlau. Gut. Wir sind da hinten. Wird eigentlich viel zu steil hier, ne? Ach, lass mal das. Mach mal die Bergstrecke. Das wird zu eng, ja. Eigentlich müsste ich. Ja, um das kümmere ich später. Wir machen erstmal die Bergstrecke. So. Fängt ab hier an.
Machen wir jetzt gleich mit dem Bahndamm hier. Wenn wir jetzt hier mal gleich kommt, ein bisschen höher machen. Kurvenradius. Was haben wir denn da? 30. Das geht sich jetzt aber hier nicht aus, da müsste ich früher anfangen. Mit Mauern, okay. So. Kurvenradius. Einmal 30 bitte. Ist kaum. Das sieht schon besser aus. Steigung von 1%. Steigung geht nach wie vor mit 1% da. Gar nicht so doof aus, wenn es mal hier erhöht weitergeht. Und da waren wir jetzt gerade. Das gehend. Steigung Prozent. Warum geht er dabei 0? Ganz nach unten. Ja, wir machen das erstmal so, ja. Okay. Ich glaube, da müssen wir jetzt mit fixer Höhe weitermachen. Konstant. Gerade. Wir sollten mal währenddessen auf die Karte gucken. Ah, wir gehen noch ein bisschen gerade hier. Und gehen mal eine leichte Kurve da. Jetzt sind 15%. Dann schauen wir mal. Richtung schaut okay aus. Fahren wir hier mal gerade. Vielen lieben Dank für den Follow. So. Also wir machen es erst bei dem Bahndamm, bevor wir hier irgendwie Gleise verlegen. Sieht doch ganz cool aus, wenn es hier so oben ist. So. Scheiße, steck fest. Shit. Abreißen. Ich glaube, ich gehe mal ganz kurz gucken, was da auf mich zukommt. Da hier hinten. Muss aber verschwenderisch sein und eine kleine Brücke hier machen, von nach da runter. Also die Richtung stimmt, hier müssen wir wieder runter. Jetzt da nach unten oder nach oben?
Oh shit. Oh shit. Da geht's nach unten. Okay. Aber hier an der Seite könnte man so entlang. Das heißt, wir müssen hier irgendwie am Rand ran. Besten. Hier so rüber kann. Ich probiere jetzt mal was, wenn ich jetzt hier die Brücke anlege. Macht er das jetzt nicht so, wie ich das will? Findest du da jetzt immer. Findest du da jetzt irgendwie immer da drin? Aber man könnte die Brücke von hier irgendwie anfangen. Okay, wir müssen hier auf die Seite ran. Das ist schon mal das Erste. Wo ist jetzt unser Bahndamm hier? Oh, wäre irgendwie schön, wenn man die Bäume ausblenden könnte. Genau, so muss ein bisschen zu erforschen. Wo ist unser Bahndamm? Da ist er. Okay, wir werden jetzt ungefähr da so lang fahren. Das heißt, hier rauf. Jetzt machen wir erstmal fix hier wieder. Kurzes Stück gerade. Tu nochmal wieder sperren. Machen jetzt hier mal eine Kurve. Bei 30. Erstmal hier gerade weiter ungefähr so. Geht sich das hier? Ja, das geht sich noch aus. Da könnte man schon mal das erste Brückenstück machen. Okay. Ich schon, das wird noch spaßig. Mich ja auch nicht endlich weit machen. Jetzt gerade. Ah, ich mach's lieber von allen Seiten aus. Dass hier irgendwie gerade ist. So. Ich glaube, wir gehen nochmal 2% Steigung. Dann machen wir das mal. 2. So, mit Alt sperren. Komm, sperr dich. Ist ja toll, wenn ich dann hier nicht drauf kann, ne? Okay. Hier müssen wir gezwungenermaßen Kurve machen. Weil das sieht irgendwie schräg aus. Okay, Glitch Madness. Sieht man jetzt so falsch aus. Was hier mal gerade. Komm. Bau jetzt mal. Okay. Und jetzt hier. Oh krass. Oh krass, oh krass, oh krass, oh krass. Bin ich hoch genug? Bin ich hoch genug? Ah, nee. So ein Shit.